bin Peter Heller, der Mitgründer und geschäftsführende Vorstand der Canopus Stiftung. Wir sind eine private Familienstiftung, die wir 1997 gegründet haben. Canopus wird also nächstes Jahr 20 Jahre alt. Ich bin von meiner Ausbildung her Volkswirt, habe in der Schweiz und in Deutschland studiert. Hier in Freiburg, wo ich lebe, meine Doktorarbeit zu einem Thema im Bereich der Umweltökonomie geschrieben. Ich habe dann eine berufliche Station im öffentlichen Dienst gemacht als Umweltdezernent und bin seit fast 20 Jahren im Bereich der Frühphasenfinanzierung von Unternehmen unterwegs, die sich mit Solarenergie, Windkraft und Energieeffizienz beschäftigen. Die Canopus Stiftung haben mein Vater und ich im Herbst 1997 zusammen gegründet. Wir haben uns überlegt, wo kann eine kleine Familienstiftung tätig werden, um nicht zu wiederholen, was große Stiftungen tun, und haben uns hier an einen Schwerpunkt gesucht, in dem sich Entwicklungszusammenarbeit und die Förderung erneuerbarer Energien miteinander verknüpfen. Wir, die Canopus Stiftung, haben uns zusammengetan mit dem Freiburger Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme, Europas größtes Forschungsinstitut in diesem Bereich, um einen neuen Wettbewerb zu organisieren, um den es hier geht, nachdem wir bereits vor 6 Jahren mit Erfolg einen ersten gemeinsam durchgeführt haben. Unsere Kooperationspartner, die sich bei dem Wettbewerb beteiligen, sind zuallererst das Freiburger Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme, dessen amtierender Direktor, Professor Eike Weber, ist der Vorsitzende unserer Jury und ein international ausgewiesener Fachmann im Bereich der Solarenergie. Wir freuen uns, dass wir auch die Siemens Stiftung gewinnen konnten, mitzuwirken. Die Siemens Stiftung gibt einen zweiten Preis an den Runner-up, wie man so schön sagt, in unserem Wettbewerb. Weitere wichtige Kooperationspartner sind natürlich BetterWest, unser Partner bei der Finanzierung des Hauptpreises. Wir haben in der Jury Richenda van Leeuwen unter uns. Sie hat viele Jahre den Bereich Zugang zur Energieversorgung bei der UN-Stiftung in New York geleitet. Wir haben Dipal Barua, der vor einigen Jahren den prestigeträchtigen Future Energy Summit Preis mit mehr als 1 Million Dollar dotiert in Abu Dhabi erhalten hat und als einer der Pioniere der ländlichen Stromversorgung in Asien gilt. Ich glaube, wir haben eine qualitativ sehr, sehr hochwertige Jury zusammenbringen können. Mein Name ist Julia Heller. Ich bin Projektmanagerin bei der Canopus Foundation und ich koordiniere den Solar for All Wettbewerb 2016. Wir suchen Entwickler und Projektinhaber von Lösungen im Dorfstrombereich mit Fokus auf Solar aus aller Welt. Das Ziel unseres Wettbewerbs ist es, nachhaltige Konzepte der dezentralen Energieversorgung für ländliche Regionen zu identifizieren und zu unterstützen. Wir werden uns sehr freuen, wenn Sie uns bei unserem Wettbewerb unterstützen, dabei sind und gemeinsam wirkungsorientiert in eine nachhaltige Zukunft investieren. BetterWest.de. Nachhaltig, effizient, rentabel.